Hallo meine Kartoffeln, herzlich willkommen zu einer Runde Dead Space mit mir, mal wieder wie immer. Die Geräusche gefallen mir gerade gar nicht, aber ich bin natürlich dabei. Hier mir mal, ups, falsche Taste, Medipack, nom, so. Und wir müssen hier wieder zurück. Wir haben ja letztes Mal den, ich nenne es einen Boss, besiegt. Mal schauen, ob Hammond hier immer noch liegt. Nee. Hier ist Blut. Ich glaube, das war hier schon davor, aber hier hat sich irgendjemand Kopf geschlagen oder so. Egal. Oh, wir müssen hier rein. Puh, ganz schön schnell. Ganz schön schnell hier unterwegs. Oh. Was für eine Waffe ist das? Das ist... keine Ahnung. Ich glaube, das ist das Laser-Teil da. Ich will jetzt aber auch keine Munition verschwenden hier im Aufzug. Ich verstehe nämlich die Waffe hier nicht. Hi. Hi. Sieht so sauber noch aus. Da drin sind ja die Toiletten. Da will ich ja nicht hin. Ich will nämlich nach Hause. Wieso dampft es hier? Tja. Ich finde es nicht cool. Aber Kapitel geschafft, würde ich mal sagen. Kapitel geschafft. Die Gefahr für die Umwelt ist abgeschlossen. Und ich würde sagen, wir speichern. Yep. Ach, und jetzt reisen wir ins Leere. Einfach nur ins Leere. Schiff ist ganz schön groß. Und ich glaube, wir waren so langsam bald überall. Oder an den meisten Flächen. An den meisten Orten. Aber weiter geht's. Hallo, ich bin da. Hallo. Das könnte unsere letzte Chance sein, hier rauszukommen, Isaac. In der Schiffbucht ist ein Asteroid, der nur darauf wartet, geschmolzen zu werden. Wenn du den SOS-Sender daran befestigst, kannst du ihn vom Schiff wegschießen und wir bekommen vielleicht ein besseres Signal. Der Sender ist auf dem Wartungsunterdeck. Du kannst den Asteroiden vom Kontrollraum aus starten. Mist. Der Kontrollraum ist abgeriegelt. Aber es sieht so aus, als bewahren sie für Notfälle eine Zugangskarte auf dem Verarbeitungsunterdeck auf. Hätte es zur Abwechslung nicht mal einfach sein können. Ich weiß nicht, wie lange ich das Ganze noch ertrage. Das weiß ich auch. Aber wir müssen erstmal hier lang. Deswegen gehe ich hier rein. Denn hier drin gibt es immer schöne Sachen. Oh, Muni. Sowas finde ich doch schön. Oder? Oder sowas finde ich einfach wirklich schön. Ich höre immer wieder mein Flüstern. Es ist so... nee. Aber ich hasse offene Räume. Sagen wir mal so. Was ist denn hier hinten? Sieht relativ alt aus hier. Plasma-Energie. Nachladen. So. Nachladen geht hier mit der Waffe nicht. Von da kommen wir ja. Können wir hier die Kisten vielleicht zertreten? Nope, kann man nicht. So, wohin lang geht's hier? Oh, Knoten. Ha! Man muss sich einfach nur umschauen. So. Nee. Ich mag die großen Räume hier nicht. Ich muss trotzdem geradeaus, aber ich schaue mich mal um. Umschauen ist immer toll bei dem Spiel. Weil ich habe ja extrem die Muni-Probleme. Aber wenn man sich hier umschaut, findet man Credits. Credits sind ja auch schön. Und eine Werkbank. Sehr schön. Oh, Version 4.1. Die primäre Werkbank. Knoten habe ich jetzt wieder ein. Ich könnte mir Luft oder TP machen. Die Laserkanone, die ich ja... oh, es braucht ja so viel. Nee. Schaden 18 Punkte. 12. 100. Oh, nicht schlecht. 9. Okay. 18 Schaden ist schon nicht schlecht.
So, aber ich würde sagen, Knoten geht hier rein. So, dann wenn ich nochmal genug Geld habe oder einen finde, könnte ich hier kaufen. Mehr Leben. Und einen Speicherpunkt. Sehr schön. Direkt gespeichert, dass ich mir gekauft habe. Habe ich es gerade gespeichert oder es sah so anders aus, die Meldung? Okay. Jupp, passt. Aber wir gehen erstmal noch hier rein. Ich glaube, hier ist sozusagen mein Kontrollraum. Mein einer. Hier könnte man sich schön hinsetzen, Picknick machen. Komm, wer ist dafür, dass wir ein Picknick machen? Wir haben ja Zeit, ist ja nichts Schlimmes. Wir haben ja jetzt wieder keinen Stress. Gell? Findet ihr doch auch da oben. Ja. So, dann gehen wir noch ganz kurz in den Shop. Schauen uns ein bisschen um. Ich mag nämlich Objekte. Denn Medipack brauchen wir. Luftkanister könnte man immer. Eine Energie. Würde ich niemals verkaufen, nee. Okay. Verkaufen lohnt sich nix. Also passt es. Alles gut. Und es geht los. Hallo. Nein, die Waffe hole ich mir auf keinen Fall. Tschüss. Aus irgendeinem Grund ist das Schiff unter Deck offline, Isaac. Ich werde versuchen, das System zu überbrücken. Macht es. Das. Wohin muss ich? Verdammt. Wohin muss ich? Nach unten, okay. So. Oh. Das ist mein... Die Kamera hier ist ja voll schlecht. Oh, ja, genau. Die... Oh mein Gott, ist die Kamera ja schlecht. Ja, ja. So, seid ihr weg? Wo? Ich höre noch eins. Ah, rumatmen. Und das Geräusch nervt ein bisschen. Geb. Oh. Nur weil es sich da reingebackt hat. Okay. Okay. Oh nee. Sehr schön. Oh, verdammt. So, so, so. Sterb bitte, danke. Oh mein Gott. Oh. Was zum Teufel? Zurück. Einen Schritt näher und ich erschieße ihn. Verraten Sie mir sofort die Zugangscodes zur Frachtbucht. Sie
Sie Vollidiot. Hier ist die Weiterverarbeitung. Warum sollte ich diese Codes haben? Lügen Sie mich nicht an. Ich bin's leid, dass alle mich anlügen. Es hat höchste Priorität, dass ich den Marker bekomme. Spucken Sie jetzt die Codes aus. Ich habe sie nicht. Ist das das, was Sie mit dem Captain gemacht haben? Na los, erschießen Sie mich, wenn Sie wollen. Idioten! Nur so kann man es aufhalten. Der einzige Weg, das alles zu beenden. Der ist total durchgeknallt. Ruf mal jemand die Security. Okay. Ich bin hier falsch? Verdammt, wohin muss ich? Wofür gibt es denn Aufgaben? Datenbank, Mission. So, Ende. Und wohin muss ich jetzt? Ich muss, glaub, ganz nach oben. Yep. Ach ja, geil. Egal, jetzt habe ich hier unten schon alles mal gemacht. Jetzt kann ich ja schön nach oben und ohne nervige Hand. Und alles ist gut. Nix wird passieren. Hi, da war ich vor. Es ging aber schneller hier erstmal hochzufahren. Alles ist gut. M2. Nix wird passieren. Da kam auch raus, verdammt. Von hinten. Nix passiert. Alles ist gut. Alles ist sehr schön. Und ich muss eins weiter nach unten. So. Okay, jetzt aber. Komm ich mal hin? Yep. Ich glaube schon. So. Schlagen muss ich mir angewöhnen, kann man viel öfters machen. Oh. Jawohl. Jawohl. Ich höre irgendein Viech. Audiolog. Ich habe Elisabeth gefunden, aber in dieser gottverdammten Bucht ist nicht ein einziger raumtauglicher Flieger. Jacob, beeil dich. Wir müssen einen Sender finden. Es muss hier irgendwo einer sein. Okay, die haben den auf jeden Fall nicht gefunden. Deswegen werden wir den noch finden. Okay. Hi. Geht weg. Geht einfach weg. Ich mag hier niemand. Okay, ich gehe doch lieber in die Richtung, wie es mir gesagt wird. Inventar ist voll. So. Verdammt. Ich mag die kleinen Viecher nicht. Ich glaube aber von denen allen sind alle tot. Von den kleinen Viechern. Und wieso laufen die hier eine Patrouille? So, Energie für Laserkanone. Sehr schön. Sehr schön, wie ich das so finde. Credits. Und weiter. Beim nächsten Speicherpunkt, glaube ich, heißt es wieder tschüss. Leider. Denn seid ihr schon etwas fortgeschritten. So. Da ist Plasma-Energie. Das hört sich voll komisch an. Hier hängt ja alles miteinander zusammen. Also kann ich auch da lang. Glaube ich, hoffe ich mal. Inventar voll für Muni. Nee. Hier gibt es bestimmt irgendwas zum Wegschmeißen. Oder benutzen. So, jetzt habe ich wieder Stays. Finde Stays habe ich wirklich noch nie gebraucht. So, da ist ein Speicherpunkt. Das finde ich sehr schön. Dann schauen wir mal jetzt schon ganz kurz so als eine Preview, was wir dort machen können. Genau dort. Und hier gibt es auf jeden Fall eine Kiste.
Energie für die Laserkanone. Sehr schön. Dann geh mal kurz weg. So, du bist tot, aber hier gibt es jetzt auch nichts. Mann, okay. Dann speichere ich nochmal und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.